Spotted you dancing in the club, shaking it, I was checking you out. So sexy, hot as fuck, couldn't take my eyes. Grüß Gott, ich will eine Lifouché-Haul drehen. Habe ich euch hier auch versprochen auf Instagram und ich fange auch gleich mal an. Ich habe vorher schon versucht, das Video zu drehen und ich rede so viel Scheiße, ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen versuche ich jetzt nicht so viel Scheiß daher zu labern. Und fange auch gleich mal an. Ich habe ein... Also, mal kurz, warum ich bestellt habe. Die Duschgels, die ich früher so gern mochte, ich kann euch jetzt gar nicht dann zeigen, aber ich sage euch dann welches, die gehen leider raus. Also zumindest die, was ich auf der Internetseite gesehen habe. Und meine Cousine und die Emi und ich waren auch vor kurzem in Frochet drinnen und wir haben auch gesehen, dass sie da nicht mehr zum Kaufen gibt. Es gab ja das Kaffee, Duschgel, das Baumwolle und sonstiges und die gab es dort gar nicht mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die mal nach, weil die gibt es ja dann eh nicht mehr. Und ihr wisst ja, dass ich diesen Deal habe, dass ich mir die Sachen nachkaufen darf, wenn es die auflassen. Also wenn die Sachen aufgelassen werden. Da ist sogar noch ein Produkt dabei, warum ich dann bestellt habe. Und ich habe auch bestellt, weil es so Mini-Größen gab. Dazu kommen wir gleich. Als allererstes gibt es dazu ein Geschenk. Das packe ich schnell mal aus. So sieht das aus. Es ist so eine Art Schminktasche oder so. Als hätte ich nicht genug, aber egal. Dann habe ich mir ganz viele von meinen Reinigungstüchern von Pure Camille gekauft. 2, 3, 4, 5. Weil es da so ein Angebot gab. Ja, ja, Angebot. Man glaubt das eh nie bei Yves Rocher. Aber ich habe mir halt 5 gekauft, weil dann muss ich die mir so nicht mehr holen und muss nicht mehr dran denken. Sorry. Das ist der Grund, warum ich dort bestellt habe. Weil diese Duschgelverpackung, glaube ich, wird komplett auflassen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so ist, weil so gut kenne ich mich leider nicht mehr aus. Aber ich glaube, dass das der Grund ist. Weil dieses Duschgel, ich habe das auch als Probe bekommen von der Bestellung. Was machst du da? So, dieses Duschgel von Lotus gibt es jetzt in so... das war sehr intelligent. In der Verpackung gibt es jetzt. Und das Grapefruit, was es damals auch in dieser Verpackung gab, gibt es jetzt auch in dieser Verpackung. Ich hoffe, ihr kennt es euch jetzt aus. Weil im vorigen Video, was ich drehen habe, versuchen, habe ich euch vollkommen verwirrt, glaube ich. Beziehungsweise hätte ich euch vollkommen verwirrt. Luft holen. Ja, und weil die aufgelassen werden, und das hatte ich noch nie, das hier, das ist dieses Tiare-Blüte, glaube ich, heißt das. Das hatte ich wirklich noch nie und ich wollte das immer schon mal haben. Es gibt halt noch eines, was ich auch jetzt noch nicht habe. Und da überlege ich, ob ich jetzt noch bestellen soll oder nicht. Aber ich habe eh so viel Duschgel und ich habe eh keinen Platz dafür. Und das Lotus halt. Aber das habe ich ja eh als Mini-Größe. Dann, weil dem traue ich sehr hinterher, das orange Duschgel. Das mochte ich wirklich, wirklich gern. Das habe ich früher im Sommer, glaube ich, mal verwendet. Und meine Mom mag das auch so gern. Und das ist ein richtig gutes Duschgel. Ich finde es schade, dass die auflassen, weil die mochte ich eigentlich immer sehr gern, aber ja. Dann war im Sale, weil die Duschgels waren auch im Sale, noch diese beiden Seifen hier. Das ist die gleiche zweimal. Die Spicy Vanilla ist das von der Weihnachtskollektion vom vorigen Jahr, oder? Nein, die habe ich erst aufgebraucht von der Weihnachtskollektion, war das. Habt ihr auch in den Aufgebraucht-Videos gesehen und ich stehe auf diese Seife. Das ist die Vanille, die mochte ich ja so, so gern. Ich war so happy, dass ich die noch gesehen habe. Und habe mir gedacht, okay, ich nehme mir ausnahmsweise 2 Stück. Schatten über mein Haupt. Dann habe ich noch 3-mal das Peeling mir gekauft. 2 habe ich mir bestellt und 1 habe ich so im Geschäft gekauft, weil ich war vor kurzem eben dort. Und ja, habe noch 3 Backups, weil ich habe gar keine mehr, ist mir aufgefallen. Obwohl ich eh eigentlich wechseln wollte, aber ich glaube, dazu komme ich eh nie. Oh, ich habe noch eine Packung Reinigungstücher. So viel dazu. Dann habe ich mir ganz viel für die Haare gekauft. 2 und 3. Das ist die Haarmaske von der Hafer-Serie, weil die wollte ich unbedingt haben, weil ich hatte die noch nie. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, so für zwischendurch, weil manchmal trocknen meine Haare wirklich sehr aus, wäre die mal nicht schlecht. Noch 2 Haarprodukte und es geht um die Spülung, dass ich es aussprechen kann, und um Shampoo. Das ist sogar noch die alte Verpackung, weil das ist die neue Verpackung und das ist die alte Verpackung. Und ich liebe den Duft von dem Ding. Dieses Ding ist einfach der Mega-Hammer. Und Hafer war sowieso immer schon meine Lieblingsserie, nur haben die das Duschgel herausgenommen. Und es gibt Hafer jetzt in einer anderen Form, aber ich habe eh so viel und deswegen kaufe ich mir das mal nicht nach, körperpflegemäßig jetzt meine ich. Ja. Was ich halt auch gut finde, ist, dass das Shampoo ohne Silikone ist.
steht hier in Gelb. Und ich mag das so, so gerne. Ich habe das richtig vermisst, dass ich das schon lange nicht mehr gehabt habe. Deswegen, sorry, oh Gott, der Sessel rutscht weg, musste ich mir das nachkaufen. Was noch ein Grund war, warum ich bestellt habe, war das hier. Das ist ein Duft von Yves Rocher, der heißt Neroli. Ihr könnt das fast nicht lesen. So sieht die Verpackung aus. Den haben die nämlich auch auflassen. Und zu der Zeit, wo sie ihn aufgelassen haben, waren meine Cousine und ich im Yves Rocher Laden drinnen auf der Maria-Hilfer-Straße. Und da war der sehr reduziert. Ich glaube 17 Euro hat er nur noch gekostet. Und ich Trottel habe mir den nicht mitgenommen, dafür könnte ich mir eben den Arsch treten. Weil der, den ich da jetzt habe, der ist teurer gewesen. Aber ich wollte ihn unbedingt haben. Also habe ich mir gedacht, okay, ausnahmsweise nimmst du dir den halt mit. Weil das ist auch die große Größe. Ich weiß nicht, ob die das letzte Mal die kleine oder die große Größe reduziert haben. Das dürfte mich nicht fragen. Aber ich musste den unbedingt haben, weil das war eigentlich einer meiner Lieblinge von Yves Rocher. Und deswegen war ich echt traurig, wie ich gehört habe, dass sie den auflassen. Und ich bin aber froh darüber, dass ich ihn jetzt habe. Kommen wir noch zu zwei Produkten, die ich mir gekauft habe, weil dann kommen die Sachen, die ich gratis bekommen habe, außer die Tasche, die habe ich euch ja vorher schon gezeigt. Ich habe mir noch diese Eiseffekt-Maske gekauft, weil ich glaube, die geht auch raus. Und bevor die rausgeht, wollte ich sie halt nochmal haben und habe sie nicht genommen. Früher mochte ich die nämlich auch gerne und habe dann eine Zeit lang aufgehört, ich weiß gar nicht wieso. Dann habe ich mir noch ein Backup für mein Handpeeling gekauft. Eigentlich hätte ich es erst aufbrauchen sollen und dann noch kaufen, aber ich habe mir schon mal ein Backup gesichert. Und jetzt kommen wir mal zu den Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Als allererste war da eine Nachtpflege drinnen. Das ist diese Anti-Age Global. Die werde ich fürs Dekolleté dann verwenden, wenn ich meine anderen Sachen endlich... Jetzt ist fast geflogen. Wenn ich meine anderen Sachen endlich mal aufgebraucht habe. Ich kriege einen Anfall noch. Ja, und dann die letzten drei Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, war eben auch diese Hafer Body Lotion. Das ist ja, glaube ich, die Hafer. Nutrion. Moment. Ja, das ist die Hafer in Bodylotion. Und darüber habe ich mich so gefreut, weil da konnte man sich eben noch ein Geschenk aussuchen. Und da habe ich gesehen, dass das eben die Hafer Bodylotion war und habe mich so drüber gefreut. Auch über die anderen beiden Sachen, die da dabei waren. Eben das Reinigungsgel von Hydra Vegetal. Und ich mochte die Hydra Vegetal Sachen eigentlich voll gerne. Nur war das mir irgendwann einmal dann zu wenig. Für meine Haut jetzt. Und eigentlich mochte ich die ja total gerne. Deswegen habe ich mir auch jetzt das Micellenwasser wieder gekauft. Das habe ich auch jetzt schon endlich in Benutzung, Gott sei Dank. Und dazu gab es halt noch das, habt ihr ja vorher schon gesehen, dieses Mini-Lotus-Duschgel. Und auf das freue ich mich extrem. Auf das freue ich mich wirklich. Weil ich mag diese kleinen Dinger, ihr kennt mich ja. Ich stehe auf das total. Ja. Das war's mit dem Video. Ich weiß, eigentlich hätte ich mir die Sachen ja nicht kaufen sollen, weil ich habe noch so viel, aber Schande über mein Haupt. Es hat richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt, mir die Sachen zu kaufen, weil ich war schon ewig nicht mehr so groß beim Yves Rocher einkaufen. Wirklich schon ewig nicht mehr. Ja, ich bin froh über meinen Einkauf, auch wenn ich die Sachen jetzt nicht so dringend braucht habe, aber ich gebe schon auf. Ich glaube, ich werde es nie schaffen, mir mal nichts zu kaufen. Ich glaube, ihr habt das eh schon mitbekommen, oder? Tja, das war's jetzt mit dem Video. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr ein Yves Rocher-Fan seid oder eher nicht. Das würde mich mal interessieren, weil ich mag die Marke eigentlich sehr gern. Seit ich mal dort arbeiten war, mag ich die Marke wirklich sehr, sehr gern. Und ihr könnt mir das mal schreiben, wie ihr die Marke findet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!